nehme ich dich erstmal. Ja. Hallöchen. Du bist ein Bugatti-Freak, ne? Ich bin Bugatti, aber jetzt fahre ich April, ja. Jetzt ist der April, ja? Genau. Und so Ruhrpott-Bier hast du auch mitgebracht? Ruhrpott-Bier habe ich mitgebracht für euch hier. Dann machen wir das mal testen. Genau. Aber du bist eigentlich hier zur Reha, gell? Ich bin zur Reha hier, weil ich mich mit dem Mountainbike auf Schnauze gelegt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich komme den Stefan mal besuchen hier und gucke die Werkstatt mal live an. Alles klar. Ja. Ich beende das damit, mit dem Fahrrad aufs Maul geflogen. Genau. Ich bin Enduro-Fahrer. Du musst hier Protektoren an ja. Knie, Brustpanzer. Ab jetzt nur noch. Ja, okay. Und am besten ein richtiger Helm, ne? Nicht so ein Fahrradhelm. Ja, auf dem Fahrrad habe ich. Ja, richtigen Helm auf dem Fahrrad auch, meinst du? Ja, wenn du auf dem Kopf fällst, hast du nachher noch einen Dachschalter, ja, dann hast du es ganz. Ja. Okay, jetzt mache ich mit dir am Schluss. Jetzt kommen wir zu dir, BMW. BMW 75.5. Ein Traum. Ein Originallack. Halt ein bisschen gammelig überall, ist ja klar. Weißt du, wie lange die schon steht? Nicht wirklich. Also ich glaube, bestimmt jetzt 7-8 Jahre. Okay. Glaube hat es auch nicht. Das glaube ich sogar, dass das nur so 30.000 Kilometer knapp sind. Weil das sehe ich zum Beispiel an den Fußrastergummis, die sind noch nicht abgelaufen. Und an gewisse Teile. Gut. Es ist eigentlich alles original. Und wir sollen es ein bisschen umbauen. Ja, nur mal so, warte, ich will jetzt noch schnell was sagen. Nur weil da gucke ich ja immer einen Haufen BMW-Fetischisten und Freaks, ne? Mhm. Hier, ihr BMW-Leute, was jetzt kommt, wir haben es doch nicht abgesprochen, es ist jetzt alles live. Wir bauen die so um, dass wir sie auch wieder so hinstellen können, wenn wir wollen. So, seid ihr jetzt glücklich? Und jetzt legst du los, was wir machen sollen. Naja, vielleicht erstmal zu dem Kommentar. Mein Bruder hat auch zu mir gesagt, er weiß, wo ich wohne. Ja. Und wahrscheinlich brauche ich einen neuen Namen, neue Identität, wenn wir mit dem Motorrad fertig sind. Du lässt einfach ein Bart wachsen. Nee, das ist jetzt, okay, jetzt machen wir mal ernst. Ja. Du hast ja, ist ja dein Motorrad, du hast ja eine Vorstellung. Genau, also erstmal putzen, ich mal so ein bisschen auf Vordermann bringen, das gammelig ist, mal vielleicht auch austauschen. Ja. Und dann hinten ein bisschen schmaler, den Sitz idealerweise. Ja. Ein bisschen sportlicher machen. Aber den alten machen wir nicht kaputt, wir bauen einfach ein neues Sitz, damit der eventuell wieder drankommt. Genau. Ja. Dann überhaupt das Heck vielleicht auch ein bisschen modernisieren. Ja, da würde ich sagen, der Originalschutzblech und die Blinker und eine Lampe, das tun wir alles in Karton legen. Genau. Wir machen hinten einen Alukohlflügel drauf. Genau. Jetzt ist dann auch die Sitzbank schmaler und ein kleineres Rücklicht und auch kleinere Blinker. Ja. Da sind wir uns bis jetzt einig. Genau. Gut. Da vorne das mit der Lampe, das lassen wir, weil das ist Weltklasse. Die bleibt, definitiv. Also wenn es ins Gesamtbild passt, dann bleibt sie. Und wenn sie noch funktioniert, ich weiß nicht, ob die noch funktioniert. Ach so, na gut, dann gucken wir erstmal. Müssen wir mal schauen, Lenker. Ja, machen wir erstmal Schutzblech. Okay. Das Originale, da sind wir uns doch gerade doch gar nicht so einig, weil dir gefällt es eigentlich, ne? Ja. Sonst hätte ich gesagt, ein kürzeres Alu-Schutzblech. Müssen wir mal schauen, wie das Gesamtbild aussieht. Gucken wir erstmal. Der Lenker, der ist dir zu schmal. Ja. Und zu hoch, aber ja. Gut, müssen wir gucken, was ist. Ja, so viel hoch ist er nicht, aber wir gucken mal, ob wir einer kriegen, der hier ein bisschen weniger hoch ist, aber auf jeden Fall ein bisschen breiter. Mhm. Das kriegen wir schon hin. Genau. Und dann der Tank, der hat am ersten Blick, sieht er gut aus, das sieht man jetzt auf dem Video nicht, aber er hat überall hell, hier soll ihr Macke. Dir gefällt schwarz, ne? Schwarz und vielleicht sogar nicht die klassische Schwarzkombination mit dem Streifen, sondern vielleicht das hier weiß. Man weiß es nicht. Nee, da spiele ich bei dir nicht mit. Wenn, dann machen wir ein Schwarz. Darf auch ein bisschen glitzern. Aber die Streifen gehören rein. Okay, sonst wir mal. Das sieht echt nichts aus sonst. Gut. Gut, und jetzt hier, wie ich so sage, wo da hinten die Batteriesäure ausgelaufen ist. Das müssen wir lackieren. Das müssen wir halt ausbauen, die Schwinge. Das ist ja kein Problem. Und die Auspuffe, die sind eigentlich auch noch gut, die werden hochglanzpoliert. Die Felgen habe ich dir schon gesagt, da habe ich in Hammelburg einen Kollegen, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, der kriegt die Räder mit, also komplett auch mit Trommel und so, mal sehen, was es ihnen sonst noch alles gibt, der soll die hochglanzpolieren, dann sind die wieder wie neu. Und neue Reifen machen wir auch drauf. Und die alte Reife, die sind ja vom Profil her noch gut, porös sehe ich auch nicht, aber die kriege ich dann, die fahre ich dann ab. Gut. Gut, ich bin nämlich kein Feigling. Gut, Deal.
Und vorne die Blinker machen wir auch an dran. Aber das sehen wir dann. Da weiß ich jetzt noch gar nicht ganz genau, was wir da so genau machen. Ganz genau. Aber auf jeden Fall sollst du trotzdem so ein bisschen ihren Charme behalten. Das ist, ja, es ist übrigens der 75,5, habe ich gar nicht erzählt. Ein Traum. Und dass du mit der Trommelbremse vorausschauen, fahren tust in Zukunft, ist auch klar, ne? Unbedingt. Gut. Na gut, habe ich ja im Grobe. Der Rest ergibt sich dann. Wir bleiben in Kontakt, ne? Auf jeden Fall. Gut. Oh, hier haben wir doch wieder was Schönes. Der BMW. Der 75-5. Ein Traum. Jetzt kommt hier noch einer an. Der hat eine moderne BMW. Aber wir haben jetzt erstmal die hier. Ne, so mit Trommelbremse, alles. Ja, ja, ich erzähle gerade wieder Geschichte. Die sollen wir jedenfalls... Du bist da auf YouTube, nur damit du Bescheid weißt. Ja, ja. Die 75,5 sollen wir wieder ins Leben rufen. Und er will sie auch ein bisschen umgebaut haben. Und das sagte ich zu ihm. Können wir alles machen. Aber so, dass man es auch wieder in Originalzustand versetzen kann. Also ich schneide da kein Heck ab und gar nichts. Das ist schön, er will eine Sitzbank. Mir gefällt die ja. Die sind ein wenig breit. Die soll halt schöner werden. Gut, ich mache es jetzt kurz. Wir machen die wieder frisch und dann kann die wieder auf die Straße. Und die hat erst 29.000 Kilometer drauf. So, jetzt mache ich aus. Wo kommst du eigentlich her? Ich war hier in Mittelkalbach und habe hier zwei Gutachten gemacht und jetzt will ich bei dir ein Wertgutachten erstellen. Okay. Ihr Nummer, Leute, das ist der weltbeste Gutachter. Der, hast du recht. Das ist er. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch ja bei mir melden. Der kann Autos, Motorräder, was machst du sonst noch? Flugzeuge, Boote, alles. Alles. Er macht was kaputtes. Er schätzt alles. Gut. Dann wollen wir mal testen. Batterie habe ich reingebaut. Schlüssel habe ich keine. Habe ich jetzt hier oben so ein Lampe brenne. Lampe brenne. Läuft. Läuft. Drehzahlmesser geht auf. Wahnsinn! Der Wahnsinn! Ein Traum! Gut, dann wollen wir mal probieren. Gehen wir mal eine Runde. So, ein bisschen später gibt es Fortschritte. Ja. Welche? Auspuff ist zusammengezaubert. Aha. Funktioniert alles. Das war eine enge Geschichte, aber es funktioniert alles. Ach, hast du hier wieder so Zwischenrohr reingemacht? Ich muss ein Zwischenrohr reinmachen. Hier habe ich es dann so 5 cm hochgeknickt. Also das habe ich hier geschweißt, angeknickt. Und hier wieder so fest hier vorne, da war ein Punkt, habe ich aufgeknickt. Ja. Das ist alles, geht aber alles. Super. Platte, war die gestern schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Was denn? Die Platte? Ne, da warst du glaube ich dran, die hast du ausgeweitet. Ja.
Da kommt noch ein Schutzblech rein, deswegen ist das jetzt hier so Höhe. Deswegen ist das hier höher, weil man hier mit dem Schutzblech rein muss hier in die Rundung. Ja. Ja. Das brauchen wir den Platz. Okay. Aber das riecht der Polsterer dann bei. Ja. Die Gummis habe ich auch drauf gemacht hier. Was die alte, die ginge scheiße runter. Ach so. Von der Fußraste. Ah, die neuen Gummis. Ja, aber guck mal, wie los sie sind. Dann müssen die auch wieder kleben. Packe mal. Ja, warte mal, der ist aber nicht bis hinten dran, oder? Geht nicht weiter. Mhm. Müssen die kleben oder wie? Weil die sind ja auch locker. Ja, klar. Das fliegt sie ja weg. Ist ja logisch. Na gut. So. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich wollte jetzt nur mal mit den Auspuff gucken, das sieht aber gut aus jetzt so. Ach so, selber. Ja, die Auspuff sehen aber gut aus. Dick, film mich jetzt nicht. Bei seinem Auto ist ein Sensor kaputt, er ärgert sich. Also lassen wir den mal aus dem Spiel. Hier, der Dick hat aber wieder schön gearbeitet, Leute. Hier vorne hat er das Kurzschutzblech dran gemacht mit dem Originalhalter. Habe ich gesagt, das geht nicht, aber Dirk ist ja, ne, Dirk, seht ihr, sieht richtig gut aus. Da gibt es mal gar nichts. Muss ein echter Mal lupen. Der Lenker hat er drauf gemacht. Da brauchen wir aber andere Gaszüge und so weiter. Der ist nämlich breiter wie der Original. Das haut nicht hin. Und so gibt es auch immer wieder solche komische Schmerzen. Aber da hinten, das hat er auch gut gestylt. Habe ich aber, glaube ich, schon mal drauf. Mit dem Alu-Schutzblech da hinten drin. Und hinten der Lampehalter mit Lampe. Das sieht gut aus. Über die Auspuff müssen wir uns nicht weiter ohne Hand. Dass das extrem gut aussieht, ist auch klar. Alles klar. Und die Batterie, die kommt da hinten auch wieder rein. Das sieht gar nicht so blöd aus, muss ich ehrlich sagen. Zumal ist ja auch schwarz. Und ein geles Auto, wo keine Säure ausläuft, das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt. Das Motorrad wird gut. Ich muss sagen, das Ding wird gut. Ralf, kommst du mit unserer BMW da klar? Ja, geht schon. Ja. Klar. Leute, er hat gerade unter die Lampe auf. Guckt mal da rein, was da für ein Haufen Kabelscheißdreck drin hängt. Riesen. Naja. Gut, der Ralf quält sich jetzt hier durch. Da müssen wir noch, da kommen auch noch neue Reife drauf. Wenn wir Glück haben, kommen die heute noch. Ah, okay. Der will nämlich mal zwei neue haben, hat er gesagt. Ja, vielleicht nicht schlecht. Jetzt bist du auch schon so drauf. Ich habe gesagt, die schmeißt du erst runter, wenn sie abgefahren sind. Nein, neu. Alles. Na gut, ist ja nicht mein Geld. Eben. Ich finde, die sehen doch ganz gut aus. Oh. Die fahre ich, die schmeißen wir nicht weg. Die fahre ich dann. Gut. Ja, so machen wir das. Genau. Die Räder sind raus. Jan, du tust die Bremsbleche richtig schön abschmirgeln. Ja. Gut, damit die wieder richtig Grip haben. Ralf, du machst gerade Getriebeöl. Ja. Wie hat das ausgesehen? Schwarz. Echt? Ja. Differential hinten gut. Ja. Auch hinten, also hier, das ja. Gut. War scheiße. Gut. Dann machen wir jetzt schönes, neues, frisches rein. Jawohl. Gut. Okay, Leute. Das sind jetzt die Räder von der 75.5. Da machen wir jetzt den Rotreiter Avon-Reife drauf. Ne? Rotreiter MK2. Ein Top-Reife. Das ist vorne und das ist der hintere. Der Reife, der hat meiner Meinung nach bei den Klassiker einen guten Grip. Fährt sich auch richtig schön ab. Also ich bin Fan von Avon und da machen wir die jetzt mal drauf. Der Schlauch, den lege ich immer vorher in den Reifen rein. Da ist meiner Meinung nach besser zu montieren. Ja, komm her. Seht ihr die Mutter drauf, damit der Schlauch nicht ins Feld wird.
Jetzt geht die neue Schlauchstelle bei kaputt machen, alles klar. Das Ventil muss schräg stehen. Manche machen da Fehler beim Montieren, dass das Ventil schräg steht. Dann wird es beigeschraubt mit der Mutter. Große Scheiße. Die Mutter bleibt locker. Das Ventil muss schräg stehen, seht ihr das? Ganz wichtig. So, jetzt pumpe ich Luft auf. Dann mache ich erstmal aus. So, das ist mein Ausbuchtbock. Ganz einfach Prinzip. Der schwerste Punkt zieht logischerweise nach unten. Da macht man Gegengewicht dran. Passt auf Anhieb. Das Rad muss dann ruhig stehen bleiben. Nehmen wir es nochmal. Einmal frei. Muss man halt so im Gefühl haben, wie viel Gewichte da ankommen, aber das hat man im Laufe der Jahre hat man das drauf. Einmal frei. Der steht gut. Und nicht vergessen, die Ventilkappe drauf zu machen. Das habe ich geprüft. Ich mache so in der Regel vorne. In 3,25,19. Vorne mache ich 2,2, 2,3 rein, das ist so Standard. Und hinten 2,5, weil zu wenig Luft denn zum Motorrad noch nicht muss. Alles klar, einfach fertig. So, ich habe jetzt nochmal die Luft abgelassen, weil das ist nicht zu breit, warum eigentlich? Aber so muss es gehen. Ja, komm, jetzt muss ich nicht auch in die Verzahnung reinspringen. Besser machen. Ja, die Karre rein. Ja, prima. So. Verloren! Okay, so sieht's aus. Habe ich das erst schon fotografiert? Der Rotreiter ist drauf, bin mir jetzt nicht sicher, aber ist ja wurscht. Wir sind jetzt soweit am Start. Es fehlen noch ein paar Spiegel. Die Sitzbank muss noch gemacht werden und der Tank will er umlackiert haben. Er soll werden, die Streifen sollen schwarz werden, oben soll er silber werden. Und hier Perlmutt weiß. Und neue Embleme gibt es auch noch. Gut. Aber ich habe es schon mal gesagt, so wird sie jetzt halt. Und wenn man will, kann man sie auch wieder original machen. Weil wir haben nichts abgeschnitten. Wir haben alles an Original verpackt. Kann man wieder umbauen, wenn man Lust hat. Aber das will er ja momentan nicht. Gut. Und Schluss jetzt erstmal. Traust du dich heute an die BMW? Ja. Elektrisch, technisch? Ja, hast du ja alle schon gesehen. Ja. Die ist aber auch gelaufen schon. Ich glaube, wir müssen nur hinten anschließen noch und vorne die Blinker. Die Lampe hier, die geht ganz komisch auf, ne?
Hier unten hat der Ralf was erzählt. Ja, ja, du musst ja einfach mal so, so drücken, glaube ich. Das kenne ich noch nicht, das ist ja. Okay, ich werde es schon raus. Ralf hat es rausgekriegt. Gut. So, unser Lackierer war heute da. Und er hat einen schönen BMW-Tank uns gebracht. Guck mal. Die kommt nämlich, der Tank kommt nämlich auf die BMW 75.5. Da machen wir jetzt mal drauf. So, jetzt ist der schöne Tank drauf. Ah, sieht auch klasse aus. Jetzt haben wir keinen weiten Weg mehr. Das sieht richtig gut aus. Die Tankpads sind neu und die BMW-Abzeige, das sind auch die schönen. Die stehen ein bisschen ab. Klasse. Ja. Jetzt hat das Motorrad richtig schön Bild, finde ich. Cool. So, bei der BMW geht es auch dem Ende entgegen. Ich habe eben gerade noch hier die schönen Spiegel dran gemacht. Das sind halt schöne Spiegel. Okay, gut, dass wir den Tank so lackiert haben, das ist schon klar. Aber hier ist Highlight. Ich habe es jetzt beim Sattler geholt. Das ist die Sitzbank. Er wollte es gern genau so haben, denke ich, wie sie ist. Hier, top. Das ist alles geil. Jetzt müssen wir den ganzen Apparat noch TÜVen. Und dann haben wir den Apparat auch am Start. Aber die Sitzbank, das ist richtig schön, ne? Das gefällt mir. Da würde ich sagen, dann machen wir erstmal einen Start. So, dann machen wir erstmal unsere Hofrunde. Schon ziehen. Zündung. Das ist mit so einem. Na hier, Zündung. Na gut, ich muss da mal gucken, mit dem Ladestrom stimmt was nicht, weil das Rotlämpchen leuchtet im Stand da oben. Ne, das Kontrolllämpchen, das werde ich nachher nochmal messen. Das werden wir wohl auch noch in den Griff kriegen. Dann wird sie halt auch getüft. Der Rahmen muss eingetragen werden. Lenker und Kleinigkeiten. Das kriege ich aber auch noch hin. Und dann ist das Motorrad demnächst auch am Start.